Thank you.
bin ich? Ist Fantasie, dass ich noch liebe? Oder hat eine Heere Macht mich gerettet? Wie die schreckliche Schlange liegt tot zu meinen Füßen. Was wär ich? Wo bin ich? Welch unbekannter Ort? Darum nennt man mich Prinz. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Und wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrau verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Wenn es etwa gar die mächtige Herrscherin der Nacht wäre, sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, den Entgeht in der Nacht zu sehen? Sie? Ja, sie? Die sternflammende Königin! Die sternflammende Königin? Ja! Sie! Wunderlicher Mann. Aber um alles in der Welt, Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Brauch keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand. Mehr als Waffen. Bin immer
meinem Leben nicht so stark gewesen als heute. Papageno! Was geht mich an? Sieh dich um, Freund. Wer sind diese Namen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süßen Wein bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Oh, ich denke nicht. Papageno! Was muss ich denn für Beute verbrochen haben, dass sie so aufgebracht wieder mich sind? Oh. Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Der Fisch, der unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines helles Wasser. Mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein hier rüben bringen soll. Ich wünsche, dass er dir wohl bekommen möge. Was? Steine soll ich passen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst und dass du nie dich der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen. Sag, hast du diese Schlange bekämpft? Wer denn also? Wir waren Jünglinge, die dich befreit. Zittere nicht, dich erwartet Freude und Entzücken. Hier, dies Gemälde schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann ist er Glück und Runde los. Auf Wiedersehen. Adieu! Monsieur Papageno! Fein nicht so hastig getrunken! Musik
mächtiger Basse dämmen, entrissen. Entrissen? Euer Göttin, sag, wie könnte das geschehen? Sie saß an einem schönen Maientag ganz allein, in dem alles beliebende Zypressenwäldchen, welches immer ihr Lieblingsaufenthalt war. Der Böse schlich und bemerkt hinein, belauschte sie und... nebst dem bösen Herzen auch noch die Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt zu verwandeln. Auf solche Weise hat er auch Pamela. Das ist der Name, den königliche Tochter so ehrenbettet. Oh, Pamela, du mir entrissen. Du in der Gewalt einer ewigen Bösewicht bist vielleicht in diesem Augenblick her, oh schrecklicher Gedanke. Schweig, Jüngling! Fasse dich! Es verkündet die Ankunft unserer Königin! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt!
betäubten mich meinen Sinnen. Euer guten Geld zertäuscht mich nicht, oder ich unterliege eurer Prüfung. Schützet meinen Arm, stellt meinen Mut, und Taminos Herz wird ewige Dank euch entgegenschlagen. Das mag betreten sein. Darin hast du ihn erschienen.
Das zu erzählen wäre zu weitläufig. Es kam von Hand zu Hand. Wie kam es in die Deinige? Auf eine wunderbare Art. Ich habe es gefangen. Gefangen? Ich musste das dem Spänkische erzählen. Ich kam heute, früher wie gewöhnlich, zu deinem Mutterpalast mit meiner Liebe. Ja. Ich liefere deine Mutter und ihre Jungfrau schon seit vielen Jahren alle schöne Vögel in den Palast. Eben als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Liebe! Oh, Liebe! Sage dir das noch einmal. Ich hätte das Wort Liebe gar nicht so gerne. Das glaube ich dir, ohne zu schwören. Du bist ja ein Fräulein, Wirt. Wo blieb ich denn? Bei der Liebe. Ah, richtig. Bei der Liebe. Du hast ein gefühlvolles Herz. Das sehe ich in jedem deiner Züge. Ach, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich möchte mir oft alle meine Felder ausrufen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papageno hat. Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dies vermutest. Wenn er es nur bald schickte. Der erste Pflicht.
Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz, der Götter hier? Doch zeige die Pforten, es zeige die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Noch Tätigkeit thronet, und mir sich kein Geist erhält seine Herrschaft, das Last der Schleicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Erzittere, Feiger, bist du nicht? Thank you.
Thank you.
Weisheitstempel, eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass heute unsere Versammlung ist eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Paminum, ein Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte und seufzt mit tugendvollem Herzen nach einem Gegenstande, den wir alle mit Mühe und Fleiß erringen müssen. Kurz, dieser Jüngling will seinen nächtlichen Schleier von sich reißen
und ins Heiligtum des großen Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute eine unserer wichtigsten Pflichten. Er besitzt Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet er ihn für würdig, so folgt meinem Beispiele. Noch mehr, er ist Mensch. Immer still. Wie was?
Zurück!
deiner Mutter zu retten. Der wäre? Mich zu lieben. Götter! Nun, Mädchen, ja oder nein? Nein. Nein. Warum? Mich? So still! Verbastatus, sieh mich her auf meinen Knien. Schone meine. Liebe oder Tod? Sprich, dein Leben steht auf der Spitze. Mein Herz habe ich dem Jüngling geopfert. Was kümmert dich dein Opfer? Sprich. Nie. So fahr denn hin. Ja. Mein Unternehmen ist nicht strafbar. Man hat deinen Tod geschworen, darum wollte ich dich rächen.
Sie ist ein lustiges Leben. Wär ich lieber in meiner Strohhütte oder im Walde, so hört ich doch manchmal eine Vögelpfeife. Mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch wir zwei können zusammen sprechen. Wir sind ja Männer. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt ihr bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Thank you.
ich in meinem besten Appetit bin. Soll ich gehen? Das lasse ich wohl bleiben. Ich ging jetzt nicht fort. Und wenn Herr Sarastro seine 6 Löwen an mich konnte. Barmherzige! Gekürtige Kürte! Tamino! 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 Die helle Löwen machen eine Mahlzeit aus mir! Tamino, hätte mich! Oh.
gänzlich verlassen? Tamino? Zurück! Oh, barmherziger Goethe. Wo wende ich mich hin, wenn ich nur wüsste, wo ich hängen kann? Zurück! Oh, nun kann ich weder zurück noch vorwärts. Muss vielleicht am Ende kaum von Hunger? Schon recht. Warum bin ich mitgereist? Jeden. Es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Mir wäre jetzt ein gut Glas Wein das größte Vergnügen. Das ist ja schon. Herrlich. Himmlisch. Göttlich. Ich bin jetzt so vernügelt, dass ich mir zur Sonne fliegen wollte. Wenn ich Flügel hätte. Mir wird ganz wunderlich ums Herz. Ich möchte. Ich wünschte. Ja. Was denn? Thank you.
meine Erbauung. Ja, mein Engel. Das ist ein Glück. Und du willst, du mir verstehst. Ich streue zu lernen. Was sollst du sehen? Wie zärtlich dein Weibchen geschrieben wird. Oh, ei, du zärtliches Märchen. Versicherung, dass ich dir immer getreu bleibe. Solange ich keine schönere sehe. Das schwörst du? Ja, das schwöre ich. Bagheera? Thank you.
Es ist erlaubt, mit mir zu sprechen.
Thank you.
Thank you.